Tag, liebe Kiezspaziergängerinnen und Kiezspaziergänger. Ich begrüße Sie zum ersten Kiezspaziergang digital im neuen Jahr. Wir besuchen die alte Melzerei in Lichtenrade vor der Eröffnung. Kommen Sie mit und schauen Sie rein. Wir befinden uns hier in der 6. Etage der alten Melzerei. Hier oben eröffnet ein Kindermuseum. Unter anderem gibt es die Ausstellung Ist dich schlau? Von Apfel bis Zimt. Ich begrüße jetzt die Leiterin des Kindermuseums. Hallo, guten Tag. Hallo, Frau Scholz. Was können denn die Kinder hier erleben? Ja, erstmal nochmal herzlich willkommen in unserem Kindermuseum. Ich muss Sie gleich vorwarnen, wenn ich Sie gleich durch die Ausstellung führe, könnte es sein, dass Sie großen Appetit bekommen. Das ist auch so gewollt. Wir möchten nämlich Appetit machen. Wir möchten Kinder dazu anregen, sich Gedanken zu machen, was ist gut für mich, was ist gut für die Umwelt, welche Aspekte hat überhaupt Ernährung, ist es nur das, dass ich satt werde oder keinen Durst mehr habe, sondern Essen ist ja so viel mehr, Essen ist, zeigt Gefühle, es weckt Erinnerungen, es weckt alle Sinne und das möchten wir hier den Kindern zeigen. Wir möchten sie auf eine Erlebnisreise führen. Warum haben Sie denn gerade dieses Konzept ausgewählt? An diesem Konzept hat uns besonders gefallen, dass die Kinder mit einbezogen werden, dass ihre Erfahrungswelt sich widerspiegelt. Wir sind nicht irgendwo auf dem Bio-Bauernhof, den vielleicht Stadtkinder nicht so kennen, sondern wir lassen sie ihre Welt erleben, die sie kennen. Jeder von uns steht jeden Tag im Supermarkt und muss Entscheidungen treffen, was kaufe ich, lege ich in meinen Einkaufskorb. Und wir möchten die Kinder durch diesen spielerischen Ansatz abholen und wir möchten ihnen Werkzeuge an die Hand geben, dass sie sich entscheiden können, was ist gut für mich, was ist gut für die Welt. Wann können Sie denn jetzt hier starten? Also wir sind startklar. Bei uns steht alles auf dem Herd und ist warm. Wir hoffen, dass Corona endlich verkocht und dann können wir auch Kinder zu uns einladen. Das Stichwort Glücksrad hatten wir ja auch schon. Mhm. Glücksrad ist ja immer was sehr, sehr Schönes für Kinder. Mhm. Was kann man denn hier gewinnen? Ja, gewinnen kann man, dass man sich gut fühlt. Das Glücksrad impliziert so ein bisschen, dass man auch Pech haben kann. Eigentlich geht es dabei nur darum, dass die Kinder sich bewusst werden, dass auch wenn ich in den Supermarkt gehe und es ist von der Erdbeere bis zur Avocado alles da, wächst doch nicht alles zu jeder Jahreszeit. Und darum geht es, dass man sich bewusst wird, dass die Erdbeeren bei uns im Sommer wachsen und wenn ich sie im Winter esse, dann kommen sie von sehr, sehr weit her. Und das zeigen wir zum Beispiel auch in der Ausstellung, dass die Kinder einen Eindruck davon bekommen, wie denn die Transportwege eigentlich sind. Wenn der Apfel aus Deutschland kommt oder wenn der Apfel aus Neuseeland kommt, was hat es für Konsequenzen für die Umwelt zum Beispiel? Also Sie gewinnen ganz, ganz viel Erfahrung und Wissen. Genau. Wissen ist ja auch in der Schule ganz groß geschrieben. Mhm. Ich vermute, die Kinder kommen nicht alleine her, sondern ganz oft eben in Schulklassen. Wie können denn die Lehrkräfte Kontakt aufnehmen? Und können denn die Schulklassen dann auch zu Ihnen kommen? Ja, also Schulklassen sollen unbedingt zu uns kommen. Bitte alle Schulklassen zu uns kommen. Im Moment kann man sich gut über unsere Website informieren. Da steht auch schon unser Workshop-Programm drauf. Es ist so, dass wir unterschiedliche Dachthemen haben, wie zum Beispiel mit allen Sinnen essen oder klimafreundlich essen. Das wird auch noch mal wechseln im Laufe des Jahres. Das ist uns ganz wichtig, dass wir da an die Erfahrungswelten wirklich anknüpfen. Dann erstmal ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das wird ein ganz spannendes Kindermuseum und ich hoffe sehr, dass Sie dann auch bald öffnen können. Jetzt wollen wir überleiten. Wir schauen uns nämlich gleich die Bibliothek an. Der zuständige Stadtrat Matthias Steukert wird uns berichten, welche Angebote der Bezirk den BürgerInnen zukünftig in der Volkshochschule, in der Musikschule und eben in der Bibliothek unterbreitet. Erstmal guten Tag, hallo Herr Steukert. Was wird denn in der Bibliothek hier in Lichtenrade passieren? Was zeichnet die Bücherei hier aus in der alten Melzerei?
Ich freue mich auch, dass wir endlich hier sein dürfen. Es hat ja lang genug gedauert, bis wir die alte Melzerei an den Start bringen konnten. Passieren wird hier eine ganze Menge. Aber lassen Sie mich eine Sache vorwegschieben, weil das eine Sache ist, da wurde ich schon mehrfach drauf angesprochen, nämlich die Frage nach dem Namen. Die alte Stadtteilbibliothek Lichtenrade in der Briesingstraße hat den Namen Edith Stein. Und da wurde ich gefragt, ob wir diesen Namen mitnehmen. Ja, selbstverständlich nehmen wir den Namen Edith Stein mit. Und ich freue mich riesig darauf, dass wir die Stadtteilbibliothek Lichtenrade, Edith Stein, bald in der alten Melzerei hier eröffnen dürfen. Das Besondere ist, dass diese Bibliothek wesentlich größer werden wird als die alte Bibliothek, nämlich doppelt so groß. Und mehr Raum gibt uns Möglichkeiten, viel mehr zu tun. Wir werden das Doppelte an Medien haben, 50.000. Wir werden endlich Raum haben, nicht nur Veranstaltungen für Kinder und Familien durchzuführen, sondern auch für Erwachsene. Und da ist die Treppe, unser Veranstaltungspodest, ein ganz wichtiger Punkt. Und abgerundet wird dieses Angebot von einem Café. Können Sie noch mal was sagen zu dem Thema Veranstaltungen und Kaffee? Das ist ja wirklich etwas, was die Bibliothek teilweise auch anderen voraus hat. Kleinere Veranstaltungen sind sicherlich auch in anderen Bibliotheken möglich, aber hier ist ja alles etwas größer und ein Kaffee nebenbei ist ja was völlig Neues. Genau so ist es. Wir haben sehr lange auch mit unseren Bezirksverordneten ja darüber diskutiert, dass Bibliothek heute viel mehr ist als nur eine Bücherausleihstube. Und mehr Raum gibt uns dafür genau die Möglichkeit. Wie gesagt, wir werden ein Veranstaltungspodest haben und das werden wir als Bibliothek bespielen, mit viel mehr Lesungen, als wir sie bislang anbieten konnten. Aber vor allen Dingen ist die alte Melzerei ja auch ein Raum zur Vernetzung der verschiedenen Fachbereiche meines Amtes für Weiterbildung und Kultur, sodass dort nicht nur Lesungen stattfinden, sondern mit Sicherheit auch mal ein kleines Konzert von der Musikschule. Mit Sicherheit auch mal ein Vortrag von der Volkshochschule. Und das Oberthema, was wir hier haben, ist ja Ernährung. Das wird sich da mit Sicherheit durchziehen. Und dazu gehört eben nicht nur der geistige Input, sondern gehört eben auch ein kulinarisches Angebot. Dann reden wir doch gleich mal weiter noch über die Volkshochschule, die Musikhochschule. Was kann ich denn hier lernen? Eine ganze Menge. Selbstverständlich sind zwei völlig neue Standorte, zwei Standorte im Süden des Bezirkes und deswegen steigen wir hier voll ein. In der Musikschule werden insbesondere Angebote gemacht für Kinder, ein Instrumentenkarussell, wo Kinder sich an ganz verschiedenen Instrumenten ausprobieren können, gucken können, welches passt dann am Ende zu ihnen, woran haben sie Spaß, welches wollen sie fortführen. Aber auch in der Volkshochschule bieten wir 109 Kurse an, haben wir zumindest geplant. 109, das ist aus meiner Sicht gigantisch. Und vor allen Dingen reicht das Spektrum von den üblichen Dingen, die man in einer Volkshochschule erwartet. Sprachenlernen zum Beispiel. Aber auch immer wieder ein Highlight oder nachgefragt, Fotografie. Aber bis hin zu Streetfood aus Tel Aviv. Wir sind berlinweit die erste Volkshochschule, die eine eigene Lehrküche hat, die maßgeschneidert ist auf dieses Angebot. Das finde ich großartig und da freue ich mich drauf. Wir wollen uns jetzt gemeinsam anschauen, wo kommt denn die Musik eigentlich her, die hier im Hause gemacht werden soll. Wir machen uns auf den Weg in die Musikschule. Hallo, Herr Munterjahn. Hallo, Frau Schöttler. Als Dozent der Musikschule Tempelhof Schöneberg, wie muss ich mir denn Ihre Arbeit vorstellen? Sehr schön, denn wir haben mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Menschen aller Altersgruppen zu tun, unterrichten vormittags und auch nachmittags, vielfach natürlich nachmittags, wenn die Kinder aus der Schule zurückkommen in Gruppen. Wir haben auch Einzelunterricht. Im Moment findet das natürlich überwiegend digital statt, wie man sich vorstellen kann.
Als Lehrerin, als Lehrer bereitet man Schülerkonzerte vor, damit die Jugendlichen regelmäßig Möglichkeiten haben, aufzutreten. Das muss geprobt werden, da gibt es extra Proben dafür. Es gibt immer so ein Dreieck aus Lehrer, Schüler und Eltern oder Schülerinnen und Eltern. Die drei müssen funktionieren, dann läuft der Unterricht gut. Ja, was muss man denn mitbringen, um bei Ihnen oder bei der Musikschule Tempelhof Schöneberg Klavierunterricht nehmen zu können? Sagen wir Freude an der Musik im Allgemeinen und Interesse am Instrument Klavier im Besonderen. Und von da aus können wir loslegen. Das heißt, man muss sich eigentlich nur anmelden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich hatte selber Klavierunterricht in der Musikschule Schöneberg damals. Ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen, eben gerade auch ans Klavierlernen. Schön. Jetzt sind wir in Lichtenrade. Ein neuer Standort, neue Möglichkeiten, neue Chancen. Erzählen Sie uns doch dazu mal etwas. Ja, wir sind sehr glücklich über diesen schönen neuen Standort. Es ist ja auch eine tolle Architektur. Es ist ein hoher Standard. Es sind tolle Möglichkeiten, die uns jetzt hier neu für den Unterricht sich für uns auftun. Es ist insofern auch besonders wichtig, weil in Lichtenrade in den letzten Jahren gerade der Musikunterricht für die Kleinen, die Früherziehung, gar nicht mehr richtig möglich war, mangels Räumen. Und jetzt haben wir hier schöne neue Räume, sodass wir auch die Früherziehung wieder richtig hier loslegen können. Lichtenrade war im Vergleich zu anderen Berliner Bezirken, was Musikunterricht betrifft, gar nicht so gut aufgestellt. Und das ändert sich jetzt maßgeblich durch die neuen Räume hier in der Alten Mälzerei. Dann bin ich ja sehr gespannt, wie viele Stunden dann in einem halben oder in einem Jahr hier gegeben werden. Was ist denn Ihre persönliche Lieblingsmusik, die Sie gerne spielen? Ich persönlich spiele sehr gerne Mozart, den wir gerade auch eingangs gehört haben. Auch gerne Chopin, wo ich am Ende des Beitrags noch etwas spielen werde. Auch Schubert, Brahms und Beethoven. Was ich auch noch sagen wollte, hier finden in diesem Raum, in dem wir uns gerade befinden, dann auch Schülervorspiele statt an diesem schönen Steinway-Klavier. Und das ist auch toll. Außerdem haben wir hier im Haus noch ein ganz besonderes historisches Instrument. Das ist sozusagen unsere Stradivari. Denn es gibt hier ein Cimbalon. Das ist ein Vorgänger des heutigen Klaviers. Früher nannte man das auch Hackbrett. Das wird also noch nicht mit den Tasten angeschlagen, sondern mit solchen Klöppeln. Es gibt nur zwei dieser Instrumente in Berlin. Eins steht im Musikinstrumentenmuseum und das zweite ist hier. Der Förderverein der Musikschule hat das ermöglicht, das zu kaufen. Das wird ja auch unterrichtet werden. Also, es gibt viele Möglichkeiten, hier Musikunterricht zu haben. Es ist also nicht nur das klassische Klavier. Das gesamte Repertoire steht dann jetzt auch in Lichtenrade zur Verfügung. Vielen Dank, Herr Munter-Jahn, für die wunderbare Ausführung und vielen Dank für die Einblicke in die interessante Arbeit eines Dozenten an der Leo Kestenberg Musikschule. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, viel Freude, gutes Gelingen weiterhin und natürlich viele, viele Schülerinnen und Schüler, die auch immer mit dem von Ihnen zitierten Interesse und Freude an dem Instrument dabei sind. Wir haben jetzt einen schon ziemlich genauen Einblick gewonnen, was die Besucherinnen und Besucher demnächst hier in der Alten Mälzerei erwartet. Wir werden jetzt der Frage nachgehen, wie dieses beeindruckende Projekt überhaupt möglich wurde. Und es gibt niemanden, der uns das besser erklären könnte als der zuständige Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Bauen. Wir treffen jetzt gleich Jörn Oltmann. Hallo Herr Oltmann, herzlich willkommen bei uns im Kiezspaziergang. Wir sind hier ja in einer ehemaligen Mälzerei. Es ist jetzt ein Kulturzentrum. Wie ist es Ihnen denn gelungen, diesen tollen Umbau hinzubekommen? Ja, es ist wirklich ein spannender Ort. Schönen guten Tag, Frau Schöttler. Diese alte Mälzerei, die 1898 erbaut worden ist, ist nach wie vor ein besonderes Bauwerk in Lichtenrade. Und es ist mir nicht alleine gelungen, sondern von vornherein war klar, die Bürgerschaft in Lichtenrade, die sehr vielseitig engagiert ist,
hat großen Wert darauf gelegt, dass sich im Umfeld der alten Melzerei etwas tut und sich bewegt. Und wir haben irgendwann das Glück gehabt, dass wir mit einem Investor, Thomas Besken, die Chance und die Möglichkeit gehabt haben, diesen Standort gemeinsam zu entwickeln. Es war von vornherein klar, das ist ein Wir-Projekt, das ist ein Kooperationsprojekt auf mehreren Ebenen. Damit ist die Bürgerschaft gemeint, damit ist aber auch das Land gemeint und der Bezirk gemeint, denn wir arbeiten hier mit dem Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren, das von Mitteln aus dem Bund und vom Land gespeist wird. Und auch der Bezirk hat hier einen nicht unkleinen Teil dazu beigetragen, dass das hier zum Erfolg wird. Worauf musste man denn ganz besonders achten hier beim Umbauen? Das ist ein Industriegebäude, das unter Denkmalschutz steht. Ich bin sozusagen mit meinen Organisationseinheiten gleich mehrfach betraut. Die untere Denkmalschutzbehörde musste natürlich sehr darauf achten, dass der Charakter dieses Gebäudes weiterhin erhalten bleibt. Und ich finde, der innere Ausbau der alten Melzerei kann sich sehen lassen, dass sowohl der Denkmalschutz gewahrt wurde, als auch die Funktionalität und die schönen Räumlichkeiten, die hergestellt worden sind, die sind wirklich ein besonderes Merkmal für die alte Melzerei. Ein Stichwort ist ja die Finanzierung. Das ist ja nicht ganz preiswert, obwohl es am Ende sicherlich ein wunderschönes Ergebnis jetzt gibt. Wie ist denn die Finanzierung zustande gekommen? Es war von vornherein klar, dass innerhalb des lebendigen Zentrums die alte Melzerei eine Schlüsselimmobilie, ein Schlüsselgrundstück darstellt. Wir werden ja hier in Lichtenrade die Bahnhofstraße umbauen, wir werden Geschäftsstraßenmanagement weiter pflegen. Aber die alte Melzerei als der Kristallisationspunkt, auch von der städtebaulichen Optik her, war von vornherein klar, musste das Zentrum aller Aktivitäten sein. Und insgesamt haben wir 5 Millionen Fördermittel für die alte Melzerei gewinnen können. Und ich glaube, das Ergebnis lässt sich sehen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch bei Ihnen, Herr Oltmann, dass wir die Einblicke bekommen haben in dieses tolle Bauprojekt, aber eben auch in die Umgebung. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und all das, was wir hier jetzt gesehen haben, wäre auch ohne einen weiteren Mann nicht möglich gewesen, nämlich Thomas Besken, der Geschäftsführer der UTB Projektmanagement GmbH und der Inhaber der alten Melzerei. Ja, guten Tag, Herr Besken. Was macht denn die Faszination des Grundstückes der Melzerei, aber wahrscheinlich ja auch des Landhauses mit aus? Also es war in der Tat eine Entwicklung. Die Melzerei ist an sich sehr faszinierend. Es hat eine unheimliche Identität hier für die Lichtenrader Bürgerinnen und Bürger. Und wir haben gesehen, dass die Melzerei ja in einem sehr gefangenen Grundstück war. Es waren noch Grundstücke drumherum. Und von daher auch erstmal gar nicht so begeistert, weil so ein gefangenes Grundstück zu entwickeln ist schwierig. Und haben nachher erst gesehen, da ist ja noch ein Landhaus, da ist noch eine Wohnscheibe. Und haben dann die ersten Gedanken gehegt, doch ein Stadtquartier zu entwickeln. Dann lassen Sie uns doch gedanklich mal raustreten aus der alten Melzerei. Sie haben ja das Bild hier mitgebracht. Was gehört denn alles noch zum Stadtbild? Was soll sich außerhalb der Melzerei noch alles entwickeln? Ja, das war die Faszination zu sehen. Wir haben nicht nur die Melzerei, das war ja das Angebot, was wir hatten, sondern zu sehen, es gibt ja eine Wohnscheibe. Die Lichtenrader Bürgerinnen und Bürger sagen Wohnscheibe dazu, ist ein Wohnhaus mit 7 Etagen, ein Hochhaus sozusagen. Und dann gab es hier noch dieses Fachwerkhaus. Ich glaube, ganz viele Bürgerinnen und Bürger haben hier Silberhochzeiten gefeiert, runde Geburtstage. Aber es ist eben auch seit 20, 30 Jahren nicht mehr aktiv und stillgelegt worden. Und wir haben gesehen, es geht eigentlich um so ein großes Grundstück und nicht nur um die kleine, in Anführungsstrichen, um das kleine, den kleinen Ausschnitt, Grundstücksausschnitt, alte Melzerei. Und das ist eben so auch eine unserer Kompetenzen, Stadtquartiere zu entwickeln, nicht nur einzelne Immobilien. Und so sind wir auf die Idee gekommen, zu versuchen, auch die Grundstücke drumherum zu erwerben. 2 waren es an der Zahl, das ist uns gelungen. Wir bauen also nicht nur Wohnungen, wir bauen auch Bereiche, die auch eine nachbarschaftliche Wirkung haben. Der Rewe kommt nicht weg, der bleibt hier. Wir wollen das Landhaus Lichtenrade wieder aktivieren als Gastronomiebetrieb, so wie die Bürgerinnen es kannten. Dazu gehört dann der Stadtplatz. Das heißt, die Zäune kommen irgendwann mal weg und wir öffnen das gesamte Grundstück und bieten dann 3 Aufenthaltsbereiche ein,
die dann auch im Sommer und im Herbst und im Frühjahr, vielleicht auch im Winter, dann auch eine hohe Qualität geben. Das heißt, nach der alten Melzerei kommt der Wohnungsbau und dann kommt die Gastronomie in das neue Landhaus Lichtenrade. Die Alten kennen es ja noch unter Haus Buhr, aber es bekommt jetzt eine völlig neue Qualität. Können Sie dazu noch zwei Sätze sagen? Ja, gerne. Das Landhaus ist schon in der Außenhaut saniert. Es musste gerettet werden. Es konnte nicht mehr so offen stehen bleiben. Das ist uns gelungen. Und jetzt ist es natürlich schwierig, in der Großbaustelle Deutsche Bahn einen Gastronomen zu finden, der da auch noch wirtschaftlich arbeiten kann. Das macht ja auch keinen Spaß, hier draußen zu sitzen und entspannt dann ein Bier zu trinken. Aber wir haben die Idee, das habe ich auch immer gesagt, das werden wir auch machen, hier einen kleinen Brauereibetrieb zu initiieren. Das nennt man ja heutzutage modern Draft Bier. Craft Beer heißt es, glaube ich. Und hier wird dann später auch das Lichtenrader Bier ausgeschenkt im Landhaus Lichtenrade. Dann haben wir jetzt, glaube ich, ganz viele Ideen, wie es mal werden könnte, wenn in der alten Malzerei die Türen aufgehen in diesem Jahr. Haben wir aber ganz viel Potenzial für weitere Kiezspaziergänge, denn das wird ja noch eine Weile dauern, bis das gesamte Quartier sich entwickelt hat. Das heißt, wir werden uns mit Sicherheit auf einem irgendwann mal gearteten Kiezspaziergang wiedersehen. Herzlichen Dank erstmal für die Informationen an Sie, Herr Beskin. Sehr gerne. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kiezspaziergängerinnen und Kiezspaziergänger, an dieser Stelle verabschiede ich mich für heute von Ihnen und weise Sie schon jetzt auf den Kiezspaziergang digital im Februar mit dem nächsten Film hin. Unser Ziel am 20. Februar wird das Rathaus Schöneberg sein. Der Film von diesem Kiezspaziergang digital geht dann voraussichtlich am 6. März online. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. Bleiben Sie aber jetzt noch gerne bis zum Schluss dran und hören Sie das Musikstück des Klavierlehrers Alexander Munterjahn, das er uns vorgespielt hat.